willkommen zu einer fetten Party. Es ist Mittwoch und so viele Leute sind hier. Und willkommen auch an dich. Schön, dass du dabei bist. Denn heute gibt es so viel, auch von den Nachtreitern von Dakor. Aber schauen wir uns erstmal die Parade genauer an. Denn da ist Lenius aufgefallen. Denn dort stehen jetzt neue NPC. Die kennen wir noch gar nicht. Und ich finde persönlich, die sehen anders aus. Total detailliert. Genauso wie die Figuren jetzt auch im Moorland. So verschieden gemacht. Jeder hat was Besonderes. Echt schön, oder? Und die Frisuren sind auch hier bei den beiden unterschiedlich lang. Bei der linken geht das Haar bis zur Schulter und bei der rechten bis zum Kinn. Im Vergleich sieht man es genau. Ich wusste gar nicht, dass es möglich ist. Und die scheint sogar Sommersprossen zu haben. Oh Mann, ich sehe daneben aus wie so ein Bob. Und wenn es eigentlich losgeht, fällt es mal wieder auf. Star Stable hat wieder mal Probleme mit Zügel. Diese schweben hier total komisch in der Luft rum oder hängen runter. Dort ankommen darfst du dein Pferd nicht auf die Tanzfläche mitnehmen. Aber wenn du es führst, kannst du es mitnehmen. Und das ging übrigens auch schon letztes Jahr so. Ich darf doch mal kurz hier durch, oder? Bei dieser Parade stehen diese Leute hier und jubeln hier zu. Allerdings verstehen manche nicht genau, wie das funktioniert. Hier stehen einfach Figuren rum, die komplett falsch stehen. Ich meine, die Parade kommt von unten und sie jubeln in die komplett falsche Richtung. Auch die hier stehen abgewandt von der Straße und jubeln einfach in die Botanik. Und der Typ findet anscheinend das Haus super. Diese Gruppen haben es einfach nicht verstanden. Und wenn die Party vorbei ist, plopp, sind alle weg. Vielen, vielen Dank an Aloma und Leni. Ich hatte wohl letztens vergessen zu erwähnen, dass die Drachenpferde schon erwähnt werden. Und zwar, dass sie hier schon die anderen Züge tragen können. Und haben mir sehr, sehr viele jetzt mich darauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank dafür. Außerdem wurden die Pferde nun, diese Drachenpferde, auf Instagram offiziell angekündigt, dass sie am 11. August zu kaufen werden sein. Wie teuer die sind, weiß nun wirklich keiner. Aber ich schätze, dass sie nicht günstig werden. Was noch gepostet wurde und was wirklich spannend ist, ist das Bild von den Nachtreitern. Endlich, mein Lebenszeichen von Dakor. Sabine hier wurde anscheinend überarbeitet. Zugegeben, die sieht extrem creepy aus, wirklich. Aber ich hoffe, dass sie noch farblich bearbeitet wird. Ich hoffe, dass nun wirklich die Quest mit den Nachtreitern jetzt weitergehen wird. Und Leute, ganz wichtig. Wer immer noch die Quest offen hat, wo man mit dem Fjord fährt, diese Strecke laufen soll und diese kleine Mini-Quest seit Jahren nicht abschließen kann, wenn man keins dieser Pferde besitzt, kann sie nun endlich machen. Mira hat herausgefunden, dass man jetzt mit jeglichem Pferd das machen kann. Bist du auch ein Fan von Raptor? Naja. Und ja. Tatsache, es geht. Nach all den Jahren. Vielen, vielen Dank, Mira. Oh, es macht mich wirklich so glücklich, diese Quest hier endlich loszuwerden. Vor einigen Wochen habe ich einen Tipp bekommen, dass man jetzt mit jedem Pferd das Pony-Championat machen kann. Ich habe es auch probiert, aber mir hat es nicht funktioniert. Aber nun habe ich verstanden, dass man meinte, dass man diese Quest jetzt nur mit jedem Pferd machen kann. So ist das gemeint. Also kannst du auch nun dieses Pony-Championat mit jedem Pferd abschließen. Und nun habe ich auch diesen hässlichen Pulli aus der Quest. Weißt du noch, was ich über die Schattenfunktion von Star Stable gesagt habe? Ja, begeistert bin ich wirklich nicht von der. Manny hat herausgefunden, wenn man ein Haustier in der Tasche hat, bei den Schatten zwar das Haustier sieht, aber die Tasche selber nicht. Es schwebt dort. Nach diesem Update sollen die Pferde schneller geworden sein. Ja, habe ich auch das Gefühl, aber ich dachte, ja gut, mein Pferd ist halt super gelaunt, dann wird es halt schneller. Allerdings meint Veroni, dass es fleißiger läuft. Sie scheint wirklich eine Pferdeexpertin zu sein, was ich nicht finde. Und sie hat mir auch diesen Unterschied hier gezeigt, dass diese Gangart sich leicht verändert hat. Ich sehe ja keinen großen Unterschied, aber vielleicht du. Sind diese Foni super, super süß? Von Weitem sehen sie perfekt aus, aber Antor hat sich die mal näher angeschaut und das hier entdeckt. Die Augen der Pferde. Das sieht so falsch aus, oder? Das wirkt wie verschoben, irgendwie wie so ein Loch. Hast du noch alle Haustiere im Schrank? Denn bei Lina ist das Häschen der Finsternis weggelaufen. Aber das ist auch ein Hase aus Pandoria. Das kann man gut sehen auf Star Stable Datenbank. Und dass diese mal weg sind, ja gut, muss man sich nicht groß wundern. Und Leute, den Ricky hat's erwischt. Oh, er ist auch umgefallen. Wie der Typ hier beim Gouverneursfall. Der Arme. Ein Picknick im Freien? Gerne. Hier kann man sogar in der Bank sitzen. Cadence hat sich gerade ein Pferd gekauft, ein Takena. Und dabei ist ihr das hier aufgefallen. Wenn die Hufe auf den Boden aufkommen, hat sie richtige Bouncy-Füße. Die zittern irgendwie beim Aufkommen. Da hat wirklich nur noch ein Gang zum Tierarzt. Stell dir mal vor, du machst Quest und das Bild macht einfach das hier.
Tja, das war's dann wohl mit Silverglade. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen und sich auf das neue, gestartete Dorf zu freuen. Nächste Woche ist es nämlich soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier kannst du gerne abonnieren, was mich wirklich sehr, sehr freuen würde. Ansonsten freue ich mich auch, dich in dem nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, tschüss.